Hey, ihr schneidigen Messerschärfer, willkommen zurück zu Resident Evil 2, dem Remake. Wir haben gerade William besiegt in seiner ersten Form. Das erste Mal, also ist die erste Form, kann man nicht sagen, aber das erste Mal ist er aufgetreten und hat es angegriffen. Und ich habe ihn recht gut zurückgeschlagen, würde ich sagen. Ich habe nichts kassiert, bin nicht gestorben. Da bin ich doch echt zufrieden. Kann es besser laufen? Ich glaube nicht. So, aber das noch kombinieren. Ah, es wird knapp vom Platz wieder. Warum braucht die müde Blacklo... Die blöde Magnum auch zwei Plätze. Nee, komm, ich muss was ablegen. Ich komm wieder. Ich hol mir noch die Pistolenmunition. Ja. Ich finde übrigens Leons Durchlauf vom Gegneraufbau, was hier an Gegnern kommt, allgemein ein bisschen leichter sogar. Weswegen ich ja auch gerne für den zweiten Durchlauf nutze. Denn, ja, ich meine, bei Claire kommen Licker ohne Ende und bei Leon kommen einfach mal nur ein paar Hunde. In der Regel. Das ist alles sehr viel angenehmer, muss ich sagen. Oh, Pulver habe ich wieder. Wie gesagt, die Magnum, ne? Die nimmt so viel Platz. Guck mal, die Magnum, die ist wenig. Also die Schrotflinte ist halt doppelt so groß wie die Magnum einfach. Und nimmt nur eine Platzkapazität weg. Die Magnum natürlich zwei. Was die Poserwaffe schlechthin ist. Guck mal, die passt doch eigentlich auch ins Holster. Halfter-Holster heste. Weichpaule! Hast du gehört, Hanföl? Seitenbacher. Paule. Dingel, das Powerfood aus Deutschland. Hast gehört, Paule? Ja, hat er gehört. Oder weißt Karl? Das Hanföl da. Ah, egal. So. Die Handgranate kommt noch weg. Hier kommt noch ein bisschen Farbband. Das nehmen wir auch noch mit hier rein. Weißt Karl. So. Ach, herrlich. Ich frage mich, wie man diese Werbung übrigens kacke finden kann. Ich finde das total lustig. Ich mag die Stimme, ich mag die Werbung. Die bleibt wenigstens im Kopf, verstehst du? Das ist nicht so wie so eine Otto-Normalstimme, so wie meine vielleicht. Dass man denkt so, ach ja, komm, laber keinen Scheiß. Sondern es ist halt lustig, ja? Es bleibt hängen, die Message. Und ich muss zugeben, ich habe noch nie von denen Müsli gegessen. Aber vielleicht kann ja noch werden, ne? So, das da, das da. An der Stelle erwähne ich ja immer wieder gerne, dass man die eigentliche Tasche findet auf Easy oder Normal, glaube ich noch. Auf Veteran natürlich nicht, nein. Warum solltest du auch extra Platz haben, du Schmock? Für was denn? Du brauchst doch keinen Platz, du bist doch Veteran. Ja, denke ich mir jedes Mal. Das ist ein bisschen verspottend irgendwie. So. Das Kraut. Jetzt haben wir alles. Gut. Finde ich immer schön, dass in den Bossräumen irgendwie auf jemand so wieder so den Drang hat, irgendwas zu platzieren, also grüne Pflanzen oder Munition, so als würde man jetzt so seine persönliche Sammlung erweitern. Und dann zufällig kommt der Held und hat einen Bosskampf da und freut sich drüber, das ist immer schön. Ich meine wahrscheinlich, also so logisch ist es natürlich nicht, aber was wirklich logisch wäre, wäre auch ein bisschen so von der Spielerfahrung her ein bisschen traurig, weil stell dir mal vor, du kommst da hin, hast deine Pistole, dein Standardmagazin, ja, gehst zur Polizeistation, findest da vielleicht noch ein bisschen was, weil alles schon verballert wurde und rationalisiert wurde. Und dann findest du das ganze Spiel gar nichts mehr und rennst halt rum und musst die ganze Zeit Angst haben, dass sich irgendwie so ein Zombie zerfleischt. Wie es halt auch mal so ist dann in Horrorfilmen, dass man einfach mal zerfleischt wird. Auch als Protagonist, ne, da gibt's ja dann nichts. Also ich würde ja Filme machen, da wird wahrscheinlich niemand überleben. Die hätten alle eine schwere Zeit bei mir. Keine Hauptrolle ist sicher vom Tod, sage ich mal so. Ja, diesmal hebe ich mir wirklich alles auf für die Magnum-Munition. Das ist langsam ein bisschen wahnwitzig. So, das Messer. Nehme ich das wieder. Das ziehen hier. Sehr gut. Ja gut, wobei, Hunde sind jetzt auch nicht unbedingt besser als Licker, muss man sagen. Keine Karte, leider. Mist. Nicht ohne Karte. Das glaube ich einfach nicht. Runter von mir! Wer ist da?
Aufgepasst! Weg damit. FBI. Entschuldigung. Danke. Für die Hilfe. Überrascht mich, dass Sie noch leben. FBI, was? Was geht hier vor sich? Bedauere. Die Information ist streng geheim. Wo gehen Sie hin? Tun Sie sich einen Gefallen. Stellen Sie keine Fragen und verschwinden Sie von hier. Ich finde es halt einfach toll, weißt du, das ist der erste Auftritt von Ada mit Leon und man weiß ja, was die beiden verbindet, wenn man sich ein bisschen auskennt. Ich hab noch nicht ausgeredet! Ich hab aber noch nicht ausgeredet, wie sich das anhört. Als wäre so ein kleines Kind. Auf jeden Fall, ja, übrigens auch sehr, sehr schön das Detail, dass ihre Kevlar-Weste so eine kleine Schleife hat, habt ihr gesehen? Ach, süß. Ich weiß gar nicht, ob das übrigens ihr alternatives Outfit ist. Keine Ahnung, aber sehr, sehr süß gemacht, finde ich. Den ersten Auftritt und Leon so seine Unsicherheit, so mit Anfang 20, ne? New at the job, wie er immer betont. Finde ich irgendwie ganz niedlich. Oder sich da so eine kleine, ja, leider nicht wirklich Romanze, sondern mehr so ein Hin und Her entwickelt, ich weiß ja auch nicht. Aber sehr, sehr schön gemacht, wie gesagt. Du bist ruhig, du bist ruhig, du bist ruhig, du bist ruhig. Du hast keine Arme verdient. Weil du stinkst. Okay, sie ist auch total gebannt. Guck mal. Licht! Hast du mich gerade angegrunzt? Leider kann man da auch nichts machen mit dem Messer hier. Schade, dass man nicht zustechen kann mit dem Messer. Das wäre auch nochmal eine coole Aktion. Haha. Wollen wir es hinauslassen? Nein, die bleiben schön eingesperrt. Hallo? Hey, ich glaub's ja nicht. Ein echter Mensch. Hallo, Mensch. Sind Sie hier schon lang? Lang genug. Sind nur noch wir am Leben? Nein, nein, gibt noch mehr von uns. Oh, gut zu hören, schätze ich. Ja. Es sei denn, Irons schickt Sie. Irons? Sie meinen Chief Irons? Ist er noch hier? Wen kümmert's? Hoffentlich hat jemand ihn schon verspeist. Was meinen Sie damit? Dieser Mistkerl hat mich ja eingesperrt. Bin sicher, er hatte einen Grund. Hatte er. Ich stand knapp davor, ihn auffliegen zu lassen. Ich hätte dasselbe getan, schätze ich. Hey, wie wär's mit einem Deal? Befreien Sie mich und ich gebe Ihnen die. Gebt keinen anderen Weg aus der Tiefgarage, glauben Sie mir. Sorry, das geht nicht. Nicht ohne den Chief zu fragen. Hören Sie, wir beide müssen hier irgendwie raus. Entweder arbeiten wir zusammen und helfen uns, oder... Scheiße, es kommt. Was? Was kommt? Komm, komm, sag kein Arschloch, okay? Du brauchst die! Lass mich verflucht nochmal hier raus! Oh mein Gott. Wer ist da? Ich bin's nur. Stecken Sie bitte das Ding weg. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Das ging alles so schnell. Ich sagte doch, Sie sollen abhauen. Sie wollen doch nicht enden wie Ben, oder? Sie kannten ihn? Er war ein Informant. Hatte Informationen für meine Untersuchung. Also hat er die Wahrheit gesagt. Hey, Sie können mir nicht immer weglaufen. Ich weiß nicht mal Ihren Namen. Ich bin Leon Kennedy. Finde einen Weg raus, Leon. Bevor es zu spät ist. Dann reden wir. Ich finde Ada toll. Sie ist so tough. Und dabei ist sie nicht unbedingt viel älter als Leon, schätze ich mal. Das ist ein Deal. Die sind ja alle recht jung, ne? Also teilweise schon übertrieben jung, mit in dem Alter schon so viel mitmachen. Also so alle so Anfang 20. Claire ist sogar 19 hier beim ersten Spiel. Also in dem sie mitspielt. Ja, dafür brauche ich auch wieder diese Schaltteile, wie auch schon bei Claire. Hi.
Warte, den Hebel, den können wir noch nicht ziehen. Lassen wir es mal lieber. Aha. Ja, und Mr. X, der ist jetzt auch ständig auf den Fersen. Das ist auch ein bisschen nervig. Oh, das hat Leons Kampagne, ne? Ihr habt ja gesehen, bei Claire, da geht es ziemlich flott. Da ist er einfach aus dem Weg geräumt irgendwann. Von Mr. X. Dann ist das gut. Ja, wie gesagt, bei Leon wird es ein bisschen unschöner hier alles. Na, ihr Saftsäcke da drüben. So, aufmachen. Da ist wieder dann natürlich der Schlüssel drin, wie ihr wisst. Für das Auto. Habe ich das gute Messer? Ja, ich habe das gute Messer ausgerüstet. Ist auch besser so, weil diese Kerle stehen eigentlich erst auf, wenn man den Karo-Schlüssel hat. Den habe ich ja noch nicht. Aber ich mache lieber jetzt schon mal hier alles platt. Desto leichter wird es dann nämlich. Komm, Steffi Graf. Du lebst doch noch. Erzähl mir nicht, dass... Okay, das ging ziemlich schnell. Und sie matscht noch ein bisschen vor sich hin. Schmatsch. Sehr gut. Wie gesagt, wenn man den Karo-Schlüssel hat hier, oder den Peak-Schlüssel, Quatsch, doch den Karo-Schlüssel. Was rede ich denn da? Die französischen komischen Dinger da. Dann stehen die nämlich auf und werden quick lebendig und ärgern einen so ein bisschen. Und auch dann wird hier wieder was getriggert. Das habe ich jetzt auch vermieden, indem ich halt den Schlüssel später hole. So, wir machen nämlich erstmal das hier. Beep, beep. So, das war erstmal weg. Und das letzte Teil für die Matilda. Ja, wir haben im letzten Part 2 Upgrades bekommen. Und das ist dann das dritte und letzte. Das ist eigentlich ziemlich cool. Das ist eine Schulterstütze, die auch gleichzeitig, glaube ich, das Magazin nochmal immens erweitert. Um insgesamt, wie viel? 20 Schuss? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir gucken mal ganz kurz. Aber die Matilda, wie gesagt, ist eigentlich recht cool, weil man sie halt wirklich dreimal upgraden kann. Das Dumme ist nur, jetzt brauchst du halt auch zwei Plätze. 24 Schuss. Polymerpistole mit 24 Schuss. Aufgrund einiger Probleme in der Handhabung hat sie sich nicht als Standardausrüstung etabliert. Naja. Und genau aus dem Grund bleibt sie auch in der Kiste. Böse Matilda. Was war das für ein Geräusch, Leon? Bist du auch langsam zum Zombie? Nicht schön. Und guck mal, bei ihm ist dieser Weg hier auch zu, nämlich der mit Claire beschreitbar ist. Da geht's dann wieder hoch ins Polizeirevier, in das Büro von Chief Irons. Tja, sparen wir uns mit Leon jetzt einfach mal den Weg, ne? Arr. Oh nein. Die Doggos. Die armen Doggos. Mal ein Pulverchen. Ich überlege gerade, kann ich mir das erlauben mitzunehmen? Scheiße. Hey. Sag mal. Gott verdammt. Eigentlich ist es Munitionsverschwendung, aber... Ich weiß gar nicht, ob die später rauskommen, wenn man sie nicht tötet. Also eigentlich ist es Munitionsverschwendung, wie gesagt. Könnte aber auch sein, dass es nicht so ist. So, warte mal, hier können wir die Kurbel jetzt benutzen. Quietsch, quietsch. Und einfach mal aufdrehen, das Rolltor. So, perfekt. Ja, ich brauche mehr Platz. Ätzend. Ich hab nur damit gerechnet, du Arsch. Ey, sag mal. Ey, das habe ich noch nie gesehen, dass die das machen. Ohne Scheiß. Weil greifen kann er ja nicht mehr, der Arsch. Krass, wie er mich einfach mal beißt.
Das ist ja mal dreist. Beister, dreister. Ach du Elend, ich muss glaube ich gleich immer zurück, weil wenn ich jetzt einmal getroffen werde, bin ich schon tot, ne? Also weil ich weiß, ist hier kein Heilkraut. Hallo? Ne, komm Leute, ich muss nochmal ganz kurz zurückgehen. Für kleine Königstiger. Sag mal, das habe ich noch nie erlebt, dass wenn man beide Beine abtrennt, beide Arme abtrennt, dass die einfach mal so zufällig beißen. Ihr seid mir vielleicht ein paar Schlingel. Das ist ja... Also das ist ja mal... Auf jeden Fall noch was Schönes übrigens mit der Matilda, wenn man diese Schulterstütze hat, dann kann man den Schuss auf Dreierschuss einstellen. Sind jetzt hier... Okay, ich dachte schon, hier kommt was, das wäre echt mies. Da hätte ich mich jetzt wahrscheinlich ins Gras gebissen. Also man kann die Schulterstütze, wie gesagt, auch dazu nutzen, dass man so einen Dreier-Burst-Feuer-Modus einstellt. Ist ganz nett, finde ich allerdings etwas Munitionsverschwendung. Man kann das ja auch kontrollieren, wenn man gedrückt hält die Schusstaste oder halt nur kurz antippt, kann man immer noch einmal schießen. Aber ja, wie gesagt, ich finde es halt einfach ein bisschen verschwenderisch, wenn man das macht. So, erstmal mischen wir das Super Kraut. Man könnte es jetzt auch so schon konsumieren. Ah, geil. Jetzt habe ich halt immer noch Platzprobleme, ne? So, ich mische das mal für Magnum. 6 Schuss Magnum. Guck mal, und wenn ich das so mische, kriege ich vielleicht 4 Schuss Schrot mit normalem. Und aber wenn ich das jetzt mische, bekomme ich doch... Man bekommt ja eben viel mehr normales Pistolenpulver. Ah, jetzt bekomme ich doch die hier. Shit, siehste. Ich bekomme die 45er ACP gar nicht durch Mischen. Ist etwas schlecht. Aber ich finde das ziemlich cool vom Aussehen her. Guck mal, das ist halt schon recht stylisch, wie groß die Schulterstütze auch ist. Also super, super genau ist das jetzt das Teil und wie gesagt, super stylisch einfach. So, die Kurbel brauche ich oben nochmal im Polizeirevier, deswegen lasse ich die mal hier. Nee, ich nehme die mit. Besser ist es. So, und jetzt muss ich immer mal so ein bisschen rumüberlegen, was ich dann als nächstes mache. Also das hier wird auf jeden Fall sehr unangenehm mit den Hunden. Ich habe eigentlich nicht mehr so viel Munition, deswegen hätte ich jetzt vielleicht doch schlauerweise mal die Matilda mitnehmen sollen. Man kann übrigens die Schulterstütze wieder abmontieren, dann hat man sie als Einplatzwaffe. Ist auch ziemlich praktisch soweit. Wie gesagt, die Pistole ist ziemlich gut. Ist halt eine Standardwaffe, die erste Standardwaffe. Und ich finde es halt, ja, viel besser als Claire's Colt einfach, weil Claire's Colt ist halt leider nicht sehr variabel. Außer, dass man halt später dann die Möglichkeit hat, damit diese Hochgeschwindigkeitsgeschosse zu verschießen. Naja. Ich glaube, irgendwann, wenn der nicht ganz rauszieht, kann er gar nicht aus seinem Fach rausspringen. Aber ich kann den Schlüssel auch nicht aufnehmen. Leider. Ich kann ihm schon die Beine abschneiden. Na, komm mal. So, schau mal, wenn ich jetzt rankomme. Ne, immer noch nicht. Wie gesagt, wenn man das nicht ganz rauszieht, kann er nicht runterspringen und wird nicht aggro. Er macht's aber auch nicht. Ja. Ah, pass mal auf. Bleib mal nicht aggro hier. Und tschüss, ich geh dann mal. Ah. So, aufpassen jetzt. Ist ein Pulver. Ja. Ich habe ein Problem. Ich habe schon wieder keinen Platz mehr, um was aufzusammeln. Jetzt kann ich ja das Messer wegschmeißen oder so. So, jetzt machen wir erstmal den Strom wieder an. Okay, noch was? Nein. So, wie gesagt, Leon ist bei der B-Kampagne 1-1 einfach nur. In der Mitte. Böser Hund. Oh, hi Doggy. Ah, der ist schon futsch. Das ist ja gut. Also Hunde halten halt echt nicht viel aus. So 2, 3, 4 Schüsse manchmal. Auch ein bisschen mehr. Trotzdem sind sie halt extrem unangenehm, weil sie halt auch in der Zahl immer auftreten. Okay.
Das war's mit den Hundis. Die Doggos schlafen jetzt alle. Zumindest hier in dem Teil. Hey! Hey, sag mal! Das Messer ist futsch. Scheiße. Okay, ich hole mir das Kraut. Ihr Kackhunde! Dass die mich so schnell anspringen auf einmal. Das ist ja frech. Ja gut, ich war selber schuld, wenn ich jetzt aus der Tür rausgegangen wäre, so ein bisschen mehr. Übrigens, die können auch hier durch diese kleinen Schächte kommen. Das ist echt krass, die Viecher. Also Hunde haben sie ja richtig gut gemacht von der KI her. Also, was ist KI? Na, sind halt manchmal ein bisschen blöde, aber ich meine jetzt eher so, was die drauf haben, was die machen können, theoretisch. Dass sie einen einfach mal so anspringen oder durch Luftschächte krabbeln und dann terrorisieren. Warte mal, der Leichenhalle habe ich noch nicht alles. Was? Was fehlt denn bitte in der Leichenhalle? Ich hab die ganzen Fächer schon aufgemacht. Das sind die Kackis. Hier zappelt nur einer. Nee. Ach hier, da ist eine Granate noch drin, sehe ich. Ah, alles klar. Eine Blendi. Aber das war's jetzt. Ja, okay, das war's. Alle Blender. Habe ich jetzt das... Okay, ich habe das Messer ausgerüstet. Ja, die Hunde, ne? Wie gesagt, also... Klar, Claire hat es eigentlich mit ihren Granaten leichter gegen die Licker, weil es echt nicht so viele sind. Und man kann die eigentlich auch ganz gut umschleichen, aber Hunde finde ich jetzt angenehmer irgendwie. Sterb! Da siehst du, die geht viel schneller kaputt, die Viecher. Viel schneller. Kann ich was ablegen? Ja, das Pulver vielleicht. Ja, und dann muss ich sogar wieder... Ja, ich muss eigentlich wieder zurück mit Leon. Weil oben im Polizeirevier war ja auch noch was zum Aufschließen. Aber da ist leider Mr. X schon wieder unterwegs, der Sack. Ah, die Granate eventuell. Nee, die Bretter. Soll ich die mal... Ich glaube, ich nehme die Bretter dann mal mit. Auch wenn es jetzt irgendwie ein bisschen verschwenderisch aussieht, aber Bretter... Schon wieder... Was ist das, Leon? Hast du irgendwas mit der Lunge? Hört sich krank an, was du da machst. So. Und auch hier Novum... Also was heißt Novum? Aber auf dem Original Resident Evil 2 war es ja so, dass Ben, der hier hinten in seiner Hütte sitzt, da, in seinem Knast, dass der eigentlich nicht so früh stirbt, wirklich. Es gibt sogar auch hier mehrere... Oh, was war das? Hat sich seine Tür geöffnet, hat sich so angehört. Hier gibt es sogar mehrere Varianten, wie er sterben kann. Auf der PlayStation 2, PlayStation 1 in der 2er-Variante. Das war sogar ziemlich heftig, finde ich. Also, das hier ist jetzt auch natürlich krass, wie er einfach mal von Mr. X durch die Wand gefingert wird. Ich frage mich übrigens, wo dieser Gang sein soll, wie er ihn jetzt erwischt hat hinten. Also hier gibt es ja offensichtlich keine, so vor der Struktur her gibt es ja nichts, was hinten an den Zellen vorbeiführt. Nur mal so. Man sieht ja auf dem Plan alles, aber offensichtlich, ja, hat er sich einfach mal so irgendwo zwischen die Wand teleportiert. Und ja, wie gesagt, auf PlayStation 1, da war das schon teilweise sehr, sehr, sehr explizit, diese Szene, wie Ben zerrissen wird von diesem, ja, von diesem anderen Mutant. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so ganz beschrieben, was das sein soll. Trifft man in der Kanalisation dann unter dem Revier hier so ein Stück, wieder ein Film. So, und das war's eigentlich. Muss ich halt hoffen, dass die... ich glaube aber die Zombies sind leider schon... Es ist schon zu spät jetzt für die Bretter. Ich werde sie trotzdem benutzen. So, und jetzt ist es der Weg, den wir mit Claire nicht gehen konnten. Können wir nämlich jetzt hier hinten wunderbar... Die Treppe rauf und sind wieder da, wo wir mit Leon schon mal waren. Oh ne, können wir jetzt doch noch festmachen, das ist ja geil. Aha. Oh, hi. Arschgeigen. Ins Gesicht.
Deswegen finde ich die Schrotflinte so geil. Ein Schuss, weißt du? Und zack. Ist er ab der Korb. Oh, bleib mal liegen. Ach, hier keine Kibo-Tour. Kein Kinderbodenturnen. Oh, hier kommt schon mal einer. Ich weiß ja gar nicht, von wo die jetzt überall kommen, generell. Ach, guck mal, hier kann man gar nicht zumachen. Da habe ich genau 4 Bretter für den Gang. Ist es nicht fein? Perfekt. Obwohl die halt, glaube ich, echt nur durch 2 durchkommen. Ich glaube, hier und hier. Oder auch hier. Also ich weiß, wie gesagt, nicht, wo die Zombies überall durchkommen. Aber die kommen definitiv hier durch, wenn man später nochmal da lang geht. Und das ist echt unschön. Deswegen lieber jetzt schon mal alles dicht machen. So, wir können das gar nicht verwenden jetzt gerade. Wir haben noch ein bisschen... Ja, leider keine Munition jetzt mehr für die Pistole. Ein bisschen schlecht. Weißt du was? Ich nehme jetzt einfach mal die Matilda mit, so ein bisschen. Und da habe ich jetzt auch noch ein paar Schüsschen mit. Ich werde das mal abmontieren. So, seht ihr? Dreiersalben. Das hat wirklich nur für Dreiersalben, das Ding, lustigerweise. Die Munition, die Kapazität ist gleich. So, Magnum ins rotes Kraut. Ja, ja, ja. Es geht halt wirklich nur darum, dass man Dreierschusssalven verballern kann. Hier haben wir auch alles. Ja, und mit dem Schlüssel kommen wir jetzt halt noch ein Stückchen weiter. Oben im Polizeirevier. Ich überlege gerade, soll ich noch was ablegen? Ich lege die M19 ab, die können wir jetzt eh nicht benutzen. Und hier kommen wir jetzt auch noch weiter mit der Kurbel. Das werdet ihr gleich sehen. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch schaffen dieses Mal, aber wir sind ja nicht alleine. Mr. X ist ja auch noch auf der Pier und sucht uns die ganze Zeit. Arschkappe. Leon macht's wieder. Das komische Geräusch. Und der Heli fackelt munter vor sich hin. Oh, verdammt, ich hätte noch ein Brett aufheben sollen, fällt mir gerade ein. Kacke. So, mit der Kurbel können wir jetzt nämlich auch hier den Gang öffnen. Warte, machen wir einfach so mal. Wie wär's damit? Einfach mal aufschwurbeln. Und damit ist es auch dann nutzlos, diese Kurbel. Das heißt nutzlos, wir brauchen sie einfach nicht mehr. So, seht ihr, das waren die 2 Verwendungsmöglichkeiten. Ich höre X gerade gar nicht, deswegen gehen wir nochmal kurz zurück. Vielleicht kommt wieder Bom, 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 Bom. Der ist aber ein bisschen dämlich. Der hätte uns schon längst holen können. Wir haben uns einfach hinterhergerannt beim Bosskampf. Aber ich glaube, dann hätten er und William zusammen Spaß gehabt. Der Wind pfeift draußen. Es ist so unheimlich. So, Stars Büro, da haben wir noch was. Und der Rüstungskammer ist auch noch was. So, jetzt können wir nämlich hier durch. Und hier mit dem Karo-Schlüssel das letzte Schloss aufschließen, was man für ihn hat. Oder für diesen Schlüssel benutzen kann. Damit ist der auch wegzuwerfen. Wunderbar. Hier ist noch ein bisschen Pulver. Und einen von diesen unsäglichen Taschensaves, die ich nicht mag. Aber was willst du machen? Die müssen wir ja knacken. Schade, dass man das nicht mit der Maus machen kann eigentlich. Aha, also dead, dead, dead. Nee, dead, dead. Dead. Warte mal. Dead, dead, dead. 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 Nein. Dead. Dead, dead. Dead, dead, dead. Scheiße. Nochmal. Dead. Nein, da. Da, da, da. Okay, nochmal. Mann. So, so, so. So. Okay, ich bin zu doof für sowas. Jetzt habe ich... Oh, oh Gott, Leute. Ich brauche da so lange bei diesen Dingern. Ihr glaubt es nicht. Ich schäme mich jedes Mal so ein bisschen dafür. Aber ich habe einfach nicht das Verständnis. Oh, ich höre ihn, glaube ich. Bist du denn, Dickerchen? Mein dickster Kumpel. Der ist nicht hier.
kommt er vielleicht auch gar nicht. Oh mein Gott, ich hätte beinahe einen Riesenfehler gemacht. Blödes Arschgesicht. Immer weiter sterben musste. Oh mein Gott, Leute, das war eklig gerade. So, ach warte, Moment. 102, 103, was haben wir noch? So, Enter. Erstmal das Pulver holen. Mann, Mann, Mann. 200, nee, 106 haben wir noch. Für den Film. Und 109. Oh, meine Güte, ey. Na. So, Leute, aber ich mache hier schon mal Schluss. Das war's. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit, fürs Liken, fürs Kommentieren und so weiter. Wäre schön, wenn ihr mich nächstes Mal wieder erfreut mit eurer Anwesenheit. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ah, siehst du, jetzt habe ich wieder keinen Platz. Da komme ich, mache mir hier ACP-Munition, was soll, also normale Pistole. Ja, nicht vergessen zu liken und zu kommentieren natürlich, habe ich schon mal gesagt, weiß ich nicht. Mach jetzt. Wir sehen uns wieder zu Resi 2. Bis dann, tschüss, macht's gut.